Heute geht es um die Frage, ob man Jack Curry wirklich braucht. Los geht's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um die Frage, ob jQuery wirklich in jedem Projekt gebraucht wird. Und diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, allerdings muss man sagen, wenn eure gesamte Webseite, abgesehen von Bildern, kleiner ist als das Framework jQuery, was bei kleinen Portfolio-Seiten häufig der Fall ist, dann werdet ihr kein jQuery brauchen. Was heißt, wenn ihr beispielsweise nur einfache DOM-Elemente triggern wollt, also ihr wollt irgendein bestimmtes Element aus dem DOM rausziehen, verändern beispielsweise, ihr wollt einen Klickbefehl ausführen oder ihr wollt eine Klasse hinzufügen und wieder wegnehmen. Diese ganzen Befehle gehen mit JavaScript, also mit reinem, mit plain JavaScript, genauso gut wie mit jQuery, wenn nicht sogar besser, weil es einfach performanter ist, mit ein ganz bisschen mehr Aufwand. Wie man das Ganze macht, werden wir uns gleich angucken, aber vorneweg zwei Sachen. Einmal, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt oder Vorschläge für bestimmte Situationen, die ich in diesem Video nicht gelistet habe, die in Teil 2 gehören, dann schreibt das Ganze unten in Discord in unseren Server. Dort sind mittlerweile über 500 Leute, die sich gegenseitig helfen, unterstützen, deswegen schaut dort einfach mal vorbei. Und das Zweite ist, es gibt keine Live-Demo. Was heißt, wir werden in diesem Video zwar eine Menge programmieren, aber wir werden zu keinem, Klammern, finalen Ergebnis kommen, was euch in irgendeiner Form weiterhilft. Deswegen wird es einfach keine Live-Demo diesmal. Und naja, verlieren wir nicht weiter Zeit. Los geht's. So und los geht's mit der wichtigsten Funktion in JavaScript, und zwar dem Definieren von DOM-Elementen. Was heißt, für jedes Projekt, für jedes Skript, was ich je geschrieben habe, glaube ich, musste ich in irgendeiner Form ein DOM-Element definieren. DOM-Elemente sind einfach erklärt, das ist zum Beispiel diese Diffbox, das ist dieses Script-Element, das ist der Body-Tag, der HTML-Tag und so weiter. Das heißt, alles, was irgendwie auf eurem HTML oder vorkommt, ist ein DOM-Element. Und diese könnt ihr definieren, beispielsweise über die ID. Und das werden wir jetzt im ersten Vergleich im Prinzip machen. Und das erste, was natürlich jeder kennt, ist Variable, Element gleich Raute. Und man sagt hier zum Beispiel einfach Beispiel. Damit habe ich jetzt unsere Diffbox-Beispiel definiert, also die Diffbox, die im Prinzip hier drin ist. Und das Ganze kann ich mir jetzt natürlich ausgeben lassen. Mit console.log gebe ich mir das Ganze jetzt einfach aus. Ich brauche keine Klammern. Speichere das Ganze ab, aktualisiere und zack, hier unten ist unser wunderbares Element, was wir uns getriggert haben. Aber das Ganze kann ich auch mit JavaScript machen. Ich brauche hierfür kein jQuery im Prinzip und ich kann auch einfach sagen, Variable Element gleich document.getElementById. Und sage hier einfach Beispiel. Das Ganze speichere ich ab, zack, und ich habe hier ebenfalls unser DOM-Element. Sieht etwas anders aus, besitzt aber die gleiche Funktionalität. Das heißt, wenn ich hiermit mit dieser Funktion im Prinzip nur Variablen ausgebe wie IDs oder wie Klassen, muss ich das eigentlich nicht mit jQuery machen. Beziehungsweise viele sagen dann in dem Moment, ja, IDs und Klassen, das kann man ja auch wunderbar mit JavaScript machen, aber was ist, wenn ich da noch Pseudo-Elemente oder sowas benutzen möchte? Und viele sagen dann, das kann nur jQuery. Das stimmt nicht. Das heißt, wenn ich beispielsweise, ich möchte die Diffbox hier drin definieren, beziehungsweise ich möchte dieses Kind-Element hier drin triggern, also auswählen im Prinzip, und das Ganze kann ich auch mit JavaScript. Bei jQuery würde das Ganze so aussehen. Variable, Element gleich, im Prinzip exakt das hier oben. Und hier sage ich dann zum Beispiel einfach Diff. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und aktualisiere, kriegen wir hier ebenfalls das. Allerdings kriegen wir hier das Div mit der Klasse, mit der ID Hallo, was heißt das Kind-Element. Und jetzt ist die Frage, aber sowas gibt es doch gar nicht. Also kann ich das mit JavaScript einfach so umsetzen, beziehungsweise brauche ich dafür jQuery, um diese Art von Funktion nutzen zu können? Nein. Und zwar zeige ich das ganz einfach. Man sagt wieder Variable Element gleich und sagt hier wieder Document. Aber jetzt benutzen wir nicht, was ich in meinen Videos immer benutze, nämlich getElementById oder getElementByClass, sondern wir nutzen etwas anderes. Und zwar nutzen wir QuerySelector. Das ist im Prinzip eine Funktion, die exakt das hier kann. Das heißt, ich kann jetzt exakt das hier kopieren, hier einfügen, abspeichern und im Prinzip, wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, kriegen wir hier Hallo ausgegeben. Und das Ganze funktioniert auch, wenn ich jQuery einfach ausschließe. Das heißt, wir haben jetzt weder jQuery in unserem Skript verlinkt, noch greifen wir in irgendeiner Form auf jQuery-Funktion zu und zack, trotzdem kriegen wir Hallo. Das heißt, wenn ich nur IDs bzw. Klassen mit Pseudo-Elementen oder HTML-Attributen hier noch ein bisschen weiter differenzieren, filtern möchte, brauche ich dafür kein jQuery. jQuery ist für diesen Fall einfach überdimensioniert und erfüllt in keinem Verhältnis seine Pflicht. Das gleiche kann ich auch sagen, das funktioniert ebenfalls super, wenn ich das Ganze wieder einmal kurz auskommentiere. Und hier drunter zum Beispiel sage, ich möchte jetzt
Query Selector benutzen, allerdings in einem Kind-Element selbst. Was heißt, das hier ist unser Element 2. Wir kopieren uns das beispielsweise, das hier ist unser Element 1 und sagen hier Query Selector im Document. Hier suchen wir die ID und dann nehmen wir uns dieses Element und suchen innerhalb dieses Elementes wieder mit einem Query Selector nach Div-Containern. Und wir geben uns hier unten jetzt das Element 2 aus, aktualisieren und wir kriegen ebenfalls wieder Hallo. Das Ganze, wie gesagt, ist ziemlich einfach. Wir können jetzt auch beispielsweise hier drin noch einen Span definieren. Speichern das Ganze ab und lassen es erstmal so. Hier drin sagen wir jetzt, wir wollen innerhalb des ersten Elementes Span definieren. Das speichern wir jetzt ab, aktualisieren und kriegen unseren Span. Was heißt, das funktioniert alles super ohne jQuery. Aber warum sollte man beispielsweise so einen Aufbau hier wählen? Dieser Aufbau, dieser prinzipiell ziemlich simpel gehaltene Aufbau, dient einfach der Eingrenzung des Suchradiuses. Bei einer Seite, die jetzt aussieht wie diese hier, die 22 Zeilen und eine Handvoll HTML-Elemente hat, ist das kein Problem. Wenn jetzt aber beispielsweise auf eurer Seite 10.000 verschiedene Div-Container sind, bei großen Seiten Facebook, Amazon und so weiter absolut möglich, wird das Ganze natürlich deutlich aufwendiger. Das heißt, euer Algorithmus, also euer Code im Prinzip, muss alle Div-Container durchgucken. Wenn ihr das Ganze eingrenzen könnt, beispielsweise statt im Document zu suchen, in einem bestimmten Element zu suchen, ist das einfach performanter. Was heißt, das hier ist eigentlich die bessere Technik, das Ganze zu benutzen. Aber für diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich muss aber trotzdem, ich muss hier immer so viel schreiben, da muss man hier immer Document davor gehen und bei jQuery ist es halt immer nur so eine Raute. Das ist allerdings auch kein Grund, jQuery zu benutzen. Was heißt, wir kommentieren das Ganze aus und sagen jetzt Variable, Raute, oh mein Gott, wir haben eine Raute als Variablennamen genutzt, das geht. Und sagen hier Function und machen eine Klammer auf und Klammer wieder zu und sagen hier Objekt. Und jetzt machen wir was ganz Faszinierendes. Und zwar sagen wir Return Document.QuerySelectorAll. Was heißt, wir suchen in allem und jedem und sagen dann hier im Prinzip Object. Und jetzt haben wir etwas ganz Faszinierendes gemacht. Und zwar haben wir unsere eigene jQuery-Funktion erstellt und können jetzt im Prinzip hier drin einfach sagen, Dollarzeichen, weil die haben wir hier oben definiert, was heißt, es ist keine Unbekannte mehr, und sagen jetzt hier drin beispielsweise einfach Beispiel. Aktualisieren das Ganze und zack, wir kriegen unser Beispiel. Was heißt, wir haben uns gerade mit 3 Zeilen unsere eigene jQuery-Get-Funktion entwickelt im Prinzip, die bei weitem nicht alles das kann, was die jQuery-Get-Funktion braucht, allerdings das kann, was 95% der Anwendungsfälle wirklich benötigen. Und wir müssen dazu keine große Datei anbinden, wir können das irgendwo in unserem eigenen JavaScript-File definieren und das Ganze funktioniert wunderbar für alles, was man brauchen könnte, wenn man bestimmte Variablen selektieren möchte. Die zweitwichtigste Funktion in JavaScript, die auch in so gut wie jedem, auf jeder Webseite vorkommt, irgendeiner Weise, sind Events. Was heißt, ich möchte mein JavaScript bei einem bestimmten Event, beispielsweise einem Klick, einem Hover-In, Hover-Out oder einem, keine Ahnung, Scroll, was auch immer passiert, möchte ich meine Funktion triggern. In jQuery geht das Ganze natürlich wieder ziemlich einfach. Ich sage hier einfach das Dollarzeichen, sage hier drin beispielsweise Button, sage hier Punkt on, Klammer auf, Click, Komma, Function und habe hier im Prinzip das ganze Ding definiert und kann jetzt hier einfach sagen console.log Click. Das heißt, das Ganze funktioniert ganz gut, allerdings müssen wir hierfür unser jQuery wieder einkommentieren, dass es funktioniert und wir müssen hier uns auch noch einen Button erstellen, Button mit der ID Button. Das heißt, in dem Moment klick mich. Ich habe hier oben einen Button, ich klicke hier drauf und es wird getriggert, wie ihr unten seht, es funktioniert alles wunderbar und ist nicht wirklich aufwendig. Das Ganze kommentieren wir uns jetzt wieder aus, weil wir das Ganze jetzt mit JavaScript bauen. Und zwar sagen wir als erstes einfach document.getElementById und sagen hier beispielsweise auch wieder einfach Button, ups, so, und sagen jetzt hier .addEventListener, Klammer auf, Klammer zu, sagen hier drin click, Komma, Function und haben jetzt im Prinzip dieselbe Funktion gebaut, die wir auch davor gebaut hatten. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere und hier draufklicke, funktioniert das immer noch, auch wenn wir praktisch nicht mehr mit jQuery arbeiten, sondern mit JavaScript. Ich blende mal die Seitennavigation aus, weil die gerade nicht brauchen.
und damit können wir arbeiten. Aber es ist natürlich hier, wenn ich das Ganze zum Auskommentiere, damit man es besser sieht, ist natürlich schon etwas länger. Was heißt das hier oben? Und das ist natürlich etwas größerer Unterschied. Vor allem haben wir allerdings ein großes Problem. Und zwar, wenn ich beispielsweise hier jetzt einfach mal eine Liste definiere und innerhalb der Liste sind jede Menge LIs mit Punkt 1 bzw. Punkt 2, 2, job, job. Das heißt, wir haben uns jetzt einfach mal hier ein paar verschiedene Attribute gesucht. Dann können wir die jetzt beispielsweise hier, wenn wir da einen Klick drauflegen möchten, in jQuery ganz leicht, nämlich einfach mit UL, LI on Click, speichere ich ab, hab hier drin, gehe hier drauf und es funktioniert überall, es funktioniert wunderbar. Wenn ich jetzt das Ganze mit JavaScript wieder aufziehe, also beispielsweise hier drin sage Document, was hatte ich gerade, genau, also einfach nur hinzufüge Query Selector Punkt at Event Listener und bei Query Selector im Prinzip das hier oben einfüge, wie wir es ja gerade schon gelernt haben, dann wird das Ganze nicht so richtig gut funktionieren, glaube ich zumindest. Ich habe es noch nicht getestet. Ne, es funktioniert nämlich gar nicht. Beziehungsweise es funktioniert, wenn ich hier oben, wenn ich auf das erste klicke, allerdings nicht auf den anderen. Weil das läuft im Prinzip nur einmal durch für das erste Element. Ich bekomme, wenn ich diese Variable hier auslese, bekomme ich ein Array von verschiedenen Variablen. Und um praktisch auf jede dieser Variablen, auf jedes dieser Elemente ein Element, also ein Click-Event zu legen, müsste ich das für die gesamte Schleife durchmachen. Und das kann man machen, ist natürlich etwas aufwendiger als jetzt beispielsweise das hier oben. Und das meinte ich auch gerade eben mit, hier steckt mehr dahinter, als wir dachten, beziehungsweise viele denken, weil das ist kein nicht nur ein Selector, sondern auch eine Sortierfunktion. Aber auch diese braucht man nur selten. Was heißt, ihr habt wahrscheinlich nicht so viele Elemente, die ihr mit einer Klasse, mit einer Klickfunktion ansteuern möchtet. Wir wollen jetzt hier einfach eine normale for each Schleife aufreden mit einem Call. Was heißt, wir sagen Document, also immer wenn das praktisch ausgerufen wird, soll etwas passieren. Und zwar eine Funktion mit einem Element. Und dieses schreiben wir jetzt praktisch hier drunter. Und jetzt sagen wir nämlich ganz einfach, dass wir unserem Element einen Event-Listener hinzufügen, das, was wir hier im Prinzip schon drin haben. Und haben jetzt hier, wenn ich hier noch false hinschreibe, haben wir im Prinzip eine Funktion, die das von hier oben kann, aber mit reinem JavaScript. Hier fehlt noch ein Semikolon. Und wenn ich da jetzt draufklicke, funktioniert es irgendwie nicht. Wo habe ich einen Fehler? Irgendwo habe ich einen kleinen Fehler. Ah, natürlich. Hier muss ein All mit rein, das heißt, ich möchte nicht nur Query Selector machen, sondern ich möchte einen Query Selector über die gesamte Map machen, über alles, was es im Prinzip gerade im DOM-Dokument gibt. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere und hier reinklicke, dann funktioniert es wunderbar. Das heißt, diese Funktion hier löst exakt dieselbe Funktion aus, die hier oben von jQuery gesteuert wird. Allerdings, wie gesagt, ist es etwas länger. Allerdings muss man dazu sagen, diese Funktion hier ist zwar länger, aber deutlich performanter als die von jQuery. So, jetzt geht es darum, wie wir Klassen zu einem Objekt hinzufügen und wieder removen können mit dem sogenannten Toggle-Element beziehungsweise mit der Toggle-Funktion. Und in JavaScript geht das Ganze, oder mit jQuery geht das Ganze ziemlich einfach. Wenn wir hierzu wieder hier reingehen, haben wir im Prinzip unsere Klickfunktion von gerade und ich müsste hier lediglich sagen, das Element, was ich gerade angeklickt habe, zum Beispiel sys oder je nachdem, welches Element ich gerade suche, dem ich eine Klasse hinzufügen möchte, würde ich einfach sagen sys und dann Punkt. Und dann würde ich einfach sagen Toggle Class und hier sage ich A. Das Ganze speichere ich jetzt ab und das wird meiner ID Color im Prinzip, die auf dieses Objekt hier bezogen ist, dass das gesamte, dieser gesamte schwarze Block darstellt, wird es eine Klasse hinzufügen. Was heißt, wenn ich jetzt hier reinklicke und Elemente suchen auswähle und das Ganze ein bisschen runterscrolle, dann sieht man hier unsere Klasse, also unsere ID. Und wenn ich hier draufklicke, ich muss aktualisieren, wenn ich hier draufklicke, wird die Klasse A hinzugefügt und das Ganze verfärbt sich rot. Und das ist nämlich der Punkt 2. Dazu habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht, nämlich das Animieren mit JavaScript und das Animieren mit jQuery funktioniert mit Klassen deutlich besser. Das heißt, selbst wenn man jQuery nutzt, würde ich auf gar keinen Fall die Punkt-Animation-Funktion nutzen. Dazu, wie gesagt, habe ich ein extra Video gemacht und eine Videobeschreibung verlinkt. Die ganze Animation funktioniert im Prinzip über CSS, nämlich den Transition-Befehl, der getriggert wird, sobald praktisch ein CSS-Befehl sich verändert. In unserem Fall verändert sich die Hintergrundfarbe von schwarz auf rot in dem Moment, wo eine Klasse hinzugefügt wird. Was heißt,
Ich habe eine wunderbare Farbwechselanimation, wenn ich klicke, und das Ganze funktioniert sehr responsive, sehr schnell. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit jQuery, ohne jQuery, und zwar einfach hier drin. Ich kann nämlich hier einfach sagen sys, also ich brauche da nicht mal mehr irgendwelche Zeichnungen zu. Dann sage ich class list und kann hier jetzt einfach beispielsweise sagen .toggle. Und hier sage ich ebenfalls einfach wieder A. Diese Funktion habt ihr wahrscheinlich schon in den letzten Videos, also in den letzten paar Videos gesehen, weil ich halt selbst immer mehr versuche, von jQuery wegzukommen. Und wenn ich das Ganze hier jetzt auskommentiere, abspeichere, hier aktualisiere, dann funktioniert das ebenfalls, auch wenn ich jQuery nicht mehr benutze, sondern unsere normale Klickfunktion von gerade. So, zusammengefasst kann man also sagen, ist es wirklich nötig, dass man jQuery braucht? Ich würde sagen, nein. jQuery hat seine Daseinsberechtigung und wird diese auch behalten. Alleine wenn es in die Richtung geht, Browser Backwards Kompatibilität, dass man halt wirklich alte Internet Explorer ansprechen kann und so weiter. Hier wird jQuery einfach benötigt. Und natürlich auch bei sehr, sehr großen Projekten, wo dieses in Klammern in dem Moment kleine Framework kaum noch etwas ausmacht, dann braucht man sich auch keine Sorgen mehr zu machen. Aber braucht man für das, ja, Öffnen und Schließen eines einfachen Menüs beispielsweise jQuery? Auf gar keinen Fall. Und wenn ihr beispielsweise eine einfache Klickfunktion machen könnt, ihr müsst diese 5 Zeilen nur ein einziges Mal haben, dann könnt ihr sie für euer gesamtes Dokument einfach duplizieren, könnt das hier auswechseln, je nachdem, was ihr gerade suchen möchtet. Das funktioniert wunderbar mit allem, was ihr euch vorstellen könnt. Und wie gesagt, versucht alles mal ohne jQuery zu machen. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, hinterlasst einen Kommentar unter dem Video. So, das war schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, mich erreichen könnt ihr immer auf Discord, Facebook, Instagram, Twitter. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Und wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, dann schaut doch einfach mal auf den Affiliate-Seiten vorbei, kauft irgendetwas Schönes und unterstützt diesen Channel etwas. Ansonsten geht's, wie gesagt, nächste Woche weiter. Bis bald. Ciao.